Was geht YouTube? Lotz war wieder zurück aus der Welt von Rocket League. Und ich hoffe, das spreche ich überhaupt richtig aus. Ich habe ja schon mehrere Videos davon gemacht, 2-3 Stück. Und ja, weil ich kein Drachensammler spiele und dafür ein bisschen mehr Rocket League, dachte ich mir, ey, nehme ich einfach Rocket League weiterhin auf. Mal gucken, ob das jemand überhaupt sehen wird, jetzt so aktiv. Ist auch egal. Der Grund für Drachensammler Online, dass ich damit aufgehört habe, ist folgender, dass man hat so viel reingepayt, man spielt 5 Jahre und dann macht dich ein Spieler kalt, der gerade mal ein Jahr spielt und überhaupt nichts gepayt hat oder weniger gepayt hat als du. Ist so ein Grund, dass ich aufgehört habe, weil es kann nicht sein, dass du 5 Jahre Spielzeit hast und ich sag mal 10.000 Euro in das Spiel investierst und einfach schlechter bist wie dieser Spieler, der nur ein Jahr gespielt hat. Gleichzeitig ist noch ein Grund Spieletrend, weil jetzt gehen die Hälfte meiner Zuschauer gehen zu Spieletrend. Ich find's allerdings toll, dass trotzdem so viele Leute geschrieben haben, nein, wieso hörst du auf, wieso machst du das und sowas. Viele waren traurig. Finde ich auch toll, dass meine Community da so stark hinter mir steht. Aber ja, jetzt spielen wir ein bisschen Rocket League, beziehungsweise machen Kisten auf und der Anfang ist natürlich scheiße. Wir machen mal 30 Kisten auf, was für Kisten, weiß ich nicht, einfach gemischte Scheiße. Und ja, hoffen, dass wir mal was Gutes ziehen. Und ja, ich habe jetzt genau 30 CC1 Kisten. Aber ich will nicht nur CC1 öffnen, ich lass mal erstmal die ganzen anderen Kisten wegkriegen, dass wir die CC1 noch übrig haben. Und ja, gut, dann öffnen wir jetzt hier ein paar Kisten und ich hoffe, dass ich hier das ein oder andere gute Item bekommen werde. Rocket League wird nicht das einzige Game, ich guck mal, vielleicht werde ich auch mal LOL aufnehmen. Also League of Legends, wenn ich weiß, was ich mit LOL meine. Polygonal, das habe ich leider schon. Vielleicht zertifiziert, nein. Ich kenne mich mit diesem Zertifiziert und all diesem Kack gar nicht so gut aus. Also wenn jemand von euch mehr Ahnung hat, dann sagt er es mir bitte. Dann habe ich hier diese besondere Kiste, hatte ich noch nie so eine. Kiste nach Spielerwahl, das ist dann für die besonderen Autos. Das finde ich irgendwie cool, dass es dafür extra so eine Kiste gibt. Und ja, also 30 Kisten jetzt öffnen, wird jetzt eine Zeit lang dauern. Was ist das denn jetzt für eine Kiste? Ich glaube, achso, ich habe genau 30 Schlüssel, glaube ich, gehabt. Demaskett ist für den Dominus GT, den habe ich leider nicht. Naja, vielleicht ziehe ich ihn ja nochmal. Wie sieht denn das aus? Oh, das ist lackiert, Digga, was? Das ist Crimson, oder? Oder bin ich dumm? Weil das ist doch rot. Karmensinrot. Das ist wahrscheinlich Crimson damit. Also, finde ich auf jeden Fall geil. Ist anscheinend selten. Weiß ich nicht, ob selten ist. Ich hoffe doch mal. Und ja, ich müsste genau 30 Schlüssel gehabt haben. Ja, genau. Wir haben noch 27. So, da kommt ein neues Lied. Firework. Gehen wir nicht auf die Eier? Ja, noch ein Firework, alles klar. So. Kevin Frey Remix, alles klar. So, und wir haben die Septims gezogen. Am besten werden die natürlich painted, weil die strahlen richtig toll. Mal schauen, also das sah jetzt nicht painted aus, haben wir auch nicht bekommen. Aber ich finde die geil, also die Räder leuchten schön. Also die leuchten richtig schön. Und deswegen finde ich die toll. Öffnen wir mal die 6 Turbo-Kisten. Am liebsten hätte ich den Endo, den habe ich nämlich noch nicht. Den hätte ich so gern, das gibt's gar nicht. Ich glaube gar nicht, wie gerne ich den hätte. Weil der ist anscheinend ziemlich gut. Komm Endo, nein! Ach, verdammt. Oh, komm, noch ein bisschen weiter. Nein, ich will Xeno. Xeno habe ich zwar schon, aber egal. Masamune haben wir gezogen. Aber leider habe ich das Fahrzeug nicht. So, nochmal. Wie viele Kisten haben wir noch? Warte mal. 5, genau 5 Schlüssel für 5 Kisten. Richtig korrekt. So. Also ich weiß jetzt auch nicht, was ich hier noch so erzählen soll. Ich würde einfach mal sagen, zuschauen. Und ja, ja, nein. Ja, ja, nein. Egal, Plüsch ist auch fett. Fast Mr. Ridicule. Ich hätte vielleicht Facecam mit noch reinziehen können, aber egal. Import Lucky. Also Blüsch. Ist zwar geil, aber irgendwie, da fehlt was. Da fehlt was. Irgendwas fehlt bei Blüsch. Gefällt mir nicht ganz so. Gefällt mir nicht ganz so. Da war schon wieder, oh, Mr. Ridicule kommt aber ziemlich oft vor. Ich habe ehrlich gesagt noch nie Mr. Ridicule gezogen. Wird mal Zeit, dass ich das ziehe. Und es ruckelt leicht, wenn ich hier Kisten öffne. Das ist ziemlich interessant. Oh, das hatte ich auch noch nicht. Für den Takumi. Moment, meine Schwester ruft mich, ich muss kurz Pause drücken. So, weiter geht's. Ja, meine Schwester hat gerade gerufen, Serie und sowas, weil wir haben oft, wir haben abends immer so einen Familienabend, wo wir dann abends immer eine Serie zusammen gucken und die kommt um 18.15 Uhr und wir haben jetzt 18.29 Uhr. Aber ja, ich nehme hier auf und kann jetzt gerade nicht. Ja, 18.23 Uhr haben wir, so. Habe ich das gerade gesagt? Ja, keine Ahnung. Irgendwas mit 18 Uhr habe ich gesagt. So, Schlangenhaut für den Dominus. Den habe ich leider schon. Also, wer das Spiel spielt und gerne mit mir Kisten tauschen will, beziehungsweise was geschenkt haben will, was ich vielleicht doppelt habe, da kann man also einen Scheiß machen. Das ist gar kein Problem, mache ich gerne. So, achso, wir wollten ja die Turbo-Kisten weitermachen. Ja, meine Schwester hat mich jetzt abgelenkt. Ist aber nicht schlimm. Soll sie. Hört ja auch im Video. Ich habe das eben angeguckt, ob man das hört. Und ja, man hört sie.
Ja, komm, Chakrams sind aber nicht painted. Egal, nicht schlimm. Weil wenn sie painted sind, sieht man das direkt. Und die waren nicht painted. Das heißt, die habe ich jetzt schon zweimal, die kann ich einmal abgeben. Wie gesagt, hier sieht man, zweimal habe ich sie jetzt schon. Hä, beide gefahrene Distanz 4 Kilometer. Ergibt doch gar keinen Sinn. Mit den einen bin ich noch gar nicht gefahren. Egal, so weiter geht's mit den Turbokisten. Zack. So, sind jetzt nur noch 20. Ja, da war wieder Mystery Deagle. Im Stötters kam ein bisschen mit meiner Schwester. Ich habe Angst, dass sie gleich nochmal hochruft. Oh, Roulette oder Blüch. Und wieder Blüch. Kann Blüch eigentlich auch so lackiert sein? Geht das? Nee, ne? Weiß ich nicht. Also zertifiziert kann ich mir vorstellen, aber lackiert? Eher nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht wirklich Ahnung von dem Spiel, sage ich jetzt mal. Also schon. Aber ich bin jetzt kein ultimativer Profi im Kisten öffnen und all so ein Scheiß. Da gibt es ja auch der ein oder andere Trick, so viel ich das mitgekriegt habe. Für den Octane, die Schlangenhaut, habe ich aber allerdings auch schon. Schade. Oder habe ich den? Ich glaube schon. Naja, ich habe ja jetzt den besseren Octane. So, das ist die letzte Kiste, die letzte Turbo-Kiste. Bitte gib mir den Endo, bitte. Ich will den Endo, bitte gib ihn mir. Das wäre echt gut. Nein, da ist kein Endo. Mystery Deagle. Ach man. Achso, wer es noch nicht wusste. Erstens, ich spiele am PC. Und zweitens, ich spiele mit Controller, weil Controller ja schon besser ist. So, nee, wir machen erst die anderen Kisten hier auf. Ich habe auch eine CC4, habe ich gerade gesehen. Hä, ich drück doch rüber, warum geht das nicht? So, jetzt. Die Kiste ist, glaube ich, die schlechteste von allen. Also, was die Sachen da drin angeht. Mir gefällt da drin einfach nichts. Und wenn, dann habe ich schon. Zum Beispiel das Pixel Nitro. Oder die, da, Pixel Fire, genau. Oder die Lobus, ich weiß nicht, wie sie heißen. Tut mir leid, wie gesagt, kein Profi da drin. Oh, zertifiziert. Warte mal, ich guck mal gerade, wie sie heißen. Da, die Lobos. Und die habe ich schon in Painted Titan Weiß. Die sehen dann richtig geil aus. Und deswegen, andere brauche ich da jetzt nicht. Deswegen, ich finde die Kiste eigentlich hier die am unnötigsten. Und ja, naja, egal. Roadhog XL, X-Devil MK. Wie geil, Alter. An allen guten Dingern vorbei. Ja, von den, wie nennt man diese roten Dinger nochmal? Da sagen, die Leute sagen immer irgendwas Besonderes dazu. Imports, genau, Imports. Ach, keine Ahnung, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Bestimmt lachen die mich jetzt alle schon aus, dass ich keine Ahnung habe. Ah, ne, wir haben CC4 zweimal. Gut, was haben wir denn hier eigentlich noch so drin? Die ist auch nicht schlecht, allein wegen den Zombas. Zombas habe ich nämlich noch gar nicht. Und Area 51 habe ich auch noch nicht gezogen. So, ich habe aber nur 19 FPS und ich weiß nicht wieso. Ich hoffe, beim Spielen hat das immer geruckelt. Ne, ich glaube nicht. Nein, bitte nicht den Octane, den habe ich doch schon. Mann, warum nicht die Zombas? Egal. Auch nicht schlecht. Aber ich glaube, Karosserie kann painted sein, ne? Aber die Chance, dass man die painted kriegt, ist, glaube ich, sehr, sehr selten. Also die CC4-Kisten sind die besten, glaube ich. Ne, diese besonderen, die Spieler ausgesucht Kisten, was weiß ich, wie die heißen. So. Ich habe einen, der verkauft diese Kisten immer wieder für Geld. Also, das ist keine Seite, das ist ein Spieler. Und ja, da kann man dann, egal wie viele Kisten, der hat die immer bereit. Ist sowas wie ein Admin anscheinend. Oder ein Hacker oder sowas. Weiß ich auch nicht. Bei dem kann ich immer Kisten kaufen. Aber ja, keine Ahnung. Also, weil ich habe Kisten erspielen, geht irgendwie gar nicht. Und der kann sich die irgendwie so ercheaten. Oder er, ich weiß auch nicht, wie der die besorgt. Also, wenn ich den frage, ja, hast du 60 CC1 Kisten, dann sagt er direkt, ja, habe ich, kein Problem. Und dann kann man die kaufen für 10 Euro und sowas. Und das mache ich dann manchmal. Gebe ich mein Geld halt in Rocket League aus, statt in Drakensang, ne? Ist auf jeden Fall eine bessere Investition. Da lohnt sich es ja mehr, in Skins auszugeben oder CSGO-Skins zu kaufen, als in Drakensang. Weil Drakensang bringt dir das Pain einfach nichts, wie ich gemerkt habe. Und ja. Das dauert jetzt ein bisschen lang, das Video. Ist vielleicht für den einen oder anderen langweilig, aber nicht den Breakout, bitte. Gut, danke. Obwohl, der Breakout wäre jetzt in diesem Fall besser gewesen, als ein Mondo. Ein Monto? Was ist das überhaupt? Wie sieht das eigentlich aus? Das habe ich noch nie gezogen. Naja, da ist halt nichts dran, ne? Das will halt auch keiner haben. Boah, das ruckelt schon hier so. Also das lädt so lang. So, das ist die letzte besondere Kiste. TV Shooter spielt jetzt Black Ops 3. Okay. Hoffen wir, wir kriegen wahrscheinlich gar nichts Gutes. Das ist ein Video, wenn ich aufnehme, kriege ich nichts Gutes. Oh, Pixel Fire, nice! Habe ich zwar schon, aber immerhin. Kann die auch painted sein? Weiß ich nicht. Weiß ich halt echt nicht, ne? Ich habe echt keine Ahnung. Okay. So.
Jetzt haben wir nur noch CC1-Kisten. Ich weiß nicht, warum ich so viele CC1-Kisten bekommen habe. Beziehungsweise er hatte 30 Stück. Da habe ich gesagt, ja komm, machen wir. Ich habe die ganzen Kisten, die ihr gerade gesehen habt, habe ich alle gekauft für 10 Euro. Und ich denke mal, für 10 Euro so viele Kisten ist eigentlich ein super Angebot. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ob ihr jetzt sagen würdet, viel zu teuer, ich würde mir die ja spielen. Ich spiele allerdings nicht so oft Rocket League. Dass ich da, und vor allem, wenn ich mal 20 Runden spiele, kriege ich nicht eine Kiste. Also es ist, ich weiß nicht, wie lange muss man denn spielen, dass man hier irgendwas bekommt. So, die letzten, ich rübergehen ging schon wieder nicht. Was ist da los, Controller? So, die letzten 10 Kisten. Mal hoffen wir, dass wir was Gutes bekommen. So. Und was haben wir, was haben wir? Takumi RXT, nein, obwohl Anubis, Anubis? Anubis ist auch richtig geil eigentlich. Ich weiß nicht, da klicken immer alle so weiter, so nur Anubis, aber wenn man sich das mal vorne anguckt, wieso dreht er sich so schnell? Kannst du vielleicht auch ein bisschen langsamer sich drehen? Okay, das kann man nicht zeigen. Ich zeig das mal hier. Moment. Hier, wenn man sich das jetzt so anguckt, sieht eigentlich geil aus, oder nicht? Also es ist nur vorne, klar, aber irgendwie, ich finde, das ist cool. Mir gefällt das. So, nochmal Schlüssel benutzen. Ja, Mystery Deke, das habe ich echt noch nie. Ich glaube, da sind so Slipstream und Heatwave und sowas, also drinne. Skins-Tarnungen. Und ja, die letzten 9 Kisten. Die letzten auch schon wieder Schlangenhaut. Also Schlangenhaut habe ich zu verschenken. Wer es haben will, einfach fragen bzw. tauschen. Also wenn ihr mir eine Kiste geben würdet für einen so ein... Für einmal Schlangenhaut habe ich kein Problem mit. Würde ich gerne machen. Außer ihr sagt, Schlangenhaut ist nicht mehr wert wie eine Kiste. Glaube ich aber nicht. Weiß ich nicht. Ja, ansonsten kann ich das verschenken. Zum Beispiel so einen Aufkleber verschenke ich gerne. Das ist kein Problem für mich. Der ist ja nichts wert. Gar nichts. Was ist der wert? 1 Cent? Was weiß ich. Ich habe sowieso keine Ahnung von den Preisen. Die letzten 7 Kisten. Die letzten 7 Kisten. Das Video zieht sich, glaube ich, hin. Ich schneide auch jetzt hier nicht oder sowas. Also doch einmal, weil meine Schwester kam. Ja, mein erster Dominus GT. Ja, den wollte ich schon immer haben. Nice. Richtig nice. Jetzt habe ich ihn endlich. Juhu, yeah, wuhu. They see me rolling und they hate him und so. So, gut. Noch einmal. So, den Takumi RX oder TX. Wie hieß der nochmal? Weiß ich nicht mehr. Hätte ich noch gerne. Boah, das ruckelt irgendwie so. Also komisch, das sieht so richtig komisch aus. Ah, Lupa sind hier noch drin. Nein, gib mir doch die Chakrams oder die Schlangenhaut wieder. Mann, Arcana für den Dominus. Was ist für den Standard-Dominus oder für den GT? Das ist jetzt der Standard, ne? Ja. Der hat vorne den Motorblock. Anders. Da, ah, Mystery Universal Deagle. Mystery Universal steht da dran. Nicht nur Mystery Deagle. Wusste ich gar nicht. Takumi RXT, ah, so heißt das Ding. Ja, komm, ein bisschen weiter. Takumi, ey, Takumi. Shibuya. Shibuya? Aber warum kann das nicht... Oh, zertifiziert. Aber warum kann das nicht für den Besonderen sein? Also den... Das Import. Verstehe ich nicht. Noch 4 letzten Kisten. Und dann war's das von dem Video. Ist ein bisschen langweilig vielleicht, aber... Egal. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das fandet. Nein! Oh, schon wieder Shibuya. Komisch. Der Takumi RXT ist schon wieder über Shibuya. Wie eben... Liest man das überhaupt Shibuya? Shibuya. Ach, keine Ahnung, ist mir doch scheißegal. Warum haben die so dumme Namen dafür genommen? So, die letzten 3. Ich hoffe, dass wir jetzt am Ende, wahrscheinlich am Ende so Mystery Deagle, weil keiner guckt sich das Ende an. Das wäre witzig. So. Oh ja, Chakrams Painted Green. Jawohl, Digga. Oh ja, die habe ich mir letztes Mal erst gekauft und jetzt habe ich sie einfach gezogen. Digga, was? Also, wer die haben will, kann sie mit mir traden. Jetzt habe ich sie zweimal. Also die einen kann ich direkt traden, die ich jetzt gezogen habe, haben ja jetzt 3 Tage Sperre, 1 Tag, 6 Tage, weiß ich nicht, eine Sperre. Aber nice, wir haben die nochmal Painted Green gezogen. Alter, da, Digga, nice. Digga, nice. Das ist fett. Dominus, Schlangenhaut. So, SGT, Falcon, Puncher, spielt jetzt Paladins. Und jetzt kommt der letzte Schlüssel. Ich hätte gern mal die Lupa oder die... Proton, ne, Photon, okay, sorry, das Mikro hängt im Weg, ich kann das nicht richtig lesen. Schieb's aufs Mikro. So, letzte Kiste. Mal gucken, was wir bekommen. Ich hoffe natürlich nur Schlechtes, weil wenn du das sagst, dann bekommst du was Gutes. Ja, stopp, nein, warum schon wieder Shibuya, diese Scheiße? Och, Mann, wer will denn der Scheiß? Der spielt schon wieder Paladins, hast du es nicht eben schon gestartet? So, egal, jetzt gucken wir uns mal an, was wir so bekommen haben. Achso, die hier waren zertifiziert, die ich habe. Und die hier sind halt Standard. 6 Tage dauert das immer. Na, jetzt kann ich erst in 6 Tagen handeln.
Egal, hab's so wild. So, jetzt habe ich noch ein paar Kisten. Hebe ich aber auf. Vielleicht kann ja der ein oder andere will ja handeln vielleicht mit mir. Und ja, jetzt habe ich Plüsch auch zweimal. Also ihr seht schon, Proton habe ich zweimal. Ihr seht, ich habe nicht viele Items. Aber die ich habe, zum Beispiel Voltex, kann ich auch traden. Ja. Dann bin ich sehr zufrieden auf diesen Pork-Pie-Hut. Sieht halt geil aus. Alles in Titanweiß. Weißt du, wenn man hier den Hut anzieht, in Titanweiß, deine Lobos in Titanweiß, wenn das alles Titanweiß anzieht, dann sieht das schon richtig geil aus. So, das ist natürlich jetzt grün, schwarz. Ich kann mal mein rotes Auto zeigen. So sieht das dann aus. Sieht schon richtig geil aus. Und ja. Okay, dann würde ich mal sagen, das war's für den Video. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich denke mal, ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal aus der Welt von Rocket League. Tschüss.